100% emissionsfrei, 100% elektrisch, 100% real. Mit diesen Worten kündigt Peugeot stolz sein sehnsüchtig erwartetes Elektroauto an, den Peugeot e-on. Damit präsentieren die Franzosen das erste europäische Elektroserienfahrzeug mit Lithium-Ionen-Batterie. Basis für den Elektro-Franzosen bietet der baugleiche und in Japan bereits lieferbare Kleinwagen Mitsubishi i-MiEV. Doch was bedeutet die Einführung des e-on für Peugeot? Der Peugeot e-on ist der erste reine Elektrowagen mit modernster Technologie, also Lithium-Ionen-Technologie eines europäischen Herstellers. Das allein ist schon mal was ganz Besonderes. Für Peugeot ist es was Besonderes, weil er eine alte Tradition aufleben lässt. Wir hatten mit dem Peugeot Electric in den 90er, Anfang der 80er Jahre bereits ein reines Elektroauto im Programm. Und so lassen wir eben diese Tradition wieder aufleben. Die Maße des französischen Elektroflitzers sind ideal für den dichten Großstadtverkehr. Der Radstand beträgt beeindruckende 2,55 Meter. Die Gesamtlänge streckt sich bis auf 3,48 Meter. In der Breite misst er 1,47 Meter. Dank dieser Werte ist der e-on wendig und dennoch komfortabel. Das Auto hat ganz klar seine Vorteile im innerstädtischen Bereich. Dort kann er mit null Emissionen am Auspuff glänzen. Das kann natürlich kaum ein anderes Fahrzeug, auch ein Hybridfahrzeug kann so etwas nicht. Und damit ist natürlich das Thema Lärmemission, aber auch Abgasemission in der Stadt kein Thema mehr. Also dieses Fahrzeug ist als reines Elektrofahrzeug konzipiert und wird in dieser Karosserie, in dieser Form auch nur so vertrieben. Der Wagen wird als reines Leasing angeboten für die Kunden, die ihn haben möchten. Ein Full-Service-Leasing, das heißt, der Kunde hat damit überhaupt kein Risiko. Er zahlt im Monat 499 Euro über einen gewissen vorher vertraglich vereinbarten Zeitraum und kann dann dieses Fahrzeug so nutzen, wie er es eben braucht. Die Ladung ist da auch überhaupt kein Problem. Er kann das an einer ganz normalen 220-Volt-Steckdose machen. Über Nacht beispielsweise, innerhalb von 6 Stunden ist die Batterie vollständig geladen. Oder wenn er unterwegs ist, geht er an eine Schnellladestation. Da kann er beispielsweise in einer halben Stunde 50% oder 80%, je nachdem, was die Schnellladestation zur Verfügung stellt, auftanken. Besonders tückisch ist der lautlose Elektrowagen noch für Fußgänger, die sich auf ihren Hörsinn verlassen und denken, eine freie Straße zu überqueren. Also heißt es für die baldigen e-on-Fahrer vorsichtig fahren, denn der stumme Elektromotor leistet 64 PS und beschleunigt den Stromer auf immerhin 130 km/h. Ab Dezember 2010 ist der e-on ausschließlich als Leasingwagen erhältlich und seine neuen Besitzer können endlich lautlos Strom geben.